So, hallo und herzlich willkommen in lustiger Perspektive an meinem Küchenarbeitsobjekt. Ja, wir wissen nie genau, wie wir dieses Ding hier eigentlich nennen sollen. Ein Tisch ist es nicht wirklich. Egal, jedenfalls, das Ding ist hoch und nein, ich stehe nicht, ich sitze. Aber ja, daher diese etwas lustige Perspektive, würde ich stehen, würde die meinen Kopf nicht sehen. Und drum kommt es jetzt hier halt eben dazu, dass das hier alles ein bisschen lustig aussieht. Hihi. Gut, unser Thema heute, deshalb auch Indoor und wird auch in den nächsten Teilen wieder unser Thema sein, ist nämlich das lang versprochene Video zur Ernährung auf Tour bzw. Trekkingfutter in der 2024er Edition. Ich habe da schon mal was erzählt, das war vor vielen, inzwischen wirklich schon einigen Jahren, mindestens fünf, können auch sechs gewesen sein, ich weiß es nicht. Ich habe da seitdem hinzugelernt. Ja? Also es ist wirklich nicht verkehrt, auch wenn ihr das Original vielleicht noch im Kopf habt, also die erste Version dieses Themas, das hier jetzt auch anzugucken, weil wie gesagt, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe mich ernährungswissenschaftlich ein wenig weitergebildet. Jetzt bin ich natürlich weit davon entfernt, ein Ernährungswissenschaftler zu sein. Ein Ernie oder eine Ernie. Ernährungswissenschaftlerinnen sind zumindest da, wo ich studiert habe, zu 9, 95, 98% weiblich. Ja, und die zwei, die nicht weiblich sind, sind deswegen noch zwingend nicht Männer. Also jedenfalls keine Normativen. Wobei einen gab es mal. Ich habe den mal, also einen normativen Normalmann. Wie heißt das? Cis-Mann? Das ist kompliziert geworden heutzutage. Egal. Jedenfalls, den habe ich dann mal gefragt, ist es der Himmel oder die Hölle? Er wollte sich nicht festlegen. Er meinte, es hätte Vor- und Nachteile. Gut, so viel dazu. Ja, also ich bin nicht unter die Ernährungswissenschaftler gegangen, habe mich aber der, was das angeht, wirklich sehr weitergebildet. Und ja, drum machen wir jetzt heute, also beziehungsweise in diesem Teil, ein paar grundsätzliche Fragen, ein paar Definitionen und so weiter und so fort, um was für eine Tour wir hier eigentlich reden, damit da nicht 7 Millionen Nachfragen kommen und einiges dann hinterher nicht verstanden wurde. Drum ist der erste Teil zum Verständnis meiner Meinung nach wichtig. Wer mal, der braucht kein Verständnis, darf ihn auch überspringen. Und dann werden wir im zweiten Teil dann eben über spezielle Lebensmittel, die sich für Trekkingtouren besonders eignen, reden, damit wir uns eben was Eigenes zusammenstellen können. Zum Beispiel gibt's, und ich habe auch kein Problem damit, irgendwelche Marken zu nennen. Ich habe mit keiner dieser Marken einen Deal, sondern ich bin einfach mal durch sämtliche Supermärkte, die ich hier so finden kann, getingelt und habe mir da mal eingesammelt, was meiner Meinung nach besonders viel Sinn ergibt als Trekkingfutter. Und da gibt es so ein paar Sachen, die sind wirklich herausstechend, die zum Beispiel beispielsweise nur bei einem Supermarkt gibt. Beispielsweise habe ich, das heißt aber nicht, dass das bei euch auch so sein muss, vielleicht gibt es das bei euch auch woanders, dann müsst ihr also selber auf Suche gehen. Aber bei Kaufland zum Beispiel gesalzene Macadamia-Nüsse gefunden, geröstet und gesalzen, kann man in der Portionsgröße sogar einigermaßen bezahlen, kosten glaube ich nur 2 Euro. Das Säckchen Macadamia-Nüsse sind normalerweise sauteuer. Also da finde ich 2 Euro für 125 Gramm eigentlich wirklich ein ganz faires Angebot. Macadamia-Nüsse sind die kalorienreichste Nuss im Pflanzenreich, zumindest von denen, die man irgendwie rankommt als Normalsterblicher. Da mag es noch krasseres geben, aber da kommst du dann als Normalsterblicher nicht mehr ran. Die haben in ihrem geröstet und gesalzenen Zustand 762 Kilokalorien pro 100 Gramm. Bedeutet dieses Säckchen, da bist du bei fast 1000 Kalorien auf 125 Gramm. Das ist sensationell. Ja? Also wenn es einfach nur darum geht, Kalorien mitzunehmen, ist das hier Ultrafood, ja? Im Vergleich zu sowas. Ne? Sowas ist sechsmal so teuer. Wie ist unsere Macadamia-Nüsse, wiegt lustigerweise fast genauso viel, plus minus, das sind immer ungefähr 125 Gramm, die so ein Beutel hat. Ich glaube, in dem Fall hat er sogar noch ein bisschen mehr. Ja, aha, 163 Gramm sogar, ist also noch etwas schwerer und hat nur 700 Kalorien. Ja? Also da kommt man mit so einem Beutel Macadamia-Nüsse doch erheblich besser weg. Man hat außerdem weniger Verpackung und man kann die Macadamia-Nüsse auch essen, ohne Wasser hinzufügen zu müssen. Will man über eine lange Trekkingtour nur Macadamia-Nüsse fressen? Also es soll Leute geben, die das tun. Ja, ein paar schreiben mir das auch in die Kommentare, dass sie solche Sachen schon durchgezogen haben.
Physiologisch geht das auch. Also du stirbst nicht, wenn du 2 Wochen lang dich ausschließlich von Macadamia-Nüssen ernährst. Du wirst vermutlich auch keine furchtbaren Symptome einer Mangelernährung haben. Wenn du das aber 3 oder 4 Wochen machst, dann irgendwann schon. Aber ja, oder sagen wir mal 10 Tage Macadamia-Nüsse futtern kann man schon machen. Das ist auch definitiv ultralight, weil es kaum Möglichkeiten gibt, mehr Kalorien bei weniger Gewicht mit sich rumzuschleppen. Und du brauchst hier nicht mal einen Becher, in dem du dir irgendwie Wasser heiß machst. Du brauchst keinen Kocher und du musst überhaupt keinen Gedanken an deine Nahrung verschwenden, außer den ganzen Tag immer mal wieder so ein Tütchen aufzureißen und Nüsschen zu fressen. Ja? Das wäre also ein Beispiel für eine hocheffiziente, kulinarisch fragwürdige und von Spaß und Lebensfreude befreite Ernährungsform für Trekkingtouren. Ne? Und da wir vielleicht nicht nur so hocheffizient unterwegs sein wollen, gäbe es da halt eben noch diverse mögliche Alternativen, die ich dann, wie gesagt, im Detail noch besprechen möchte. So, aber damit dann auch eben hinterher keine großen Nachfragen kommen müssen, wie meinst denn du und was meinst denn du, und so weiter und so fort, machen wir jetzt halt eben nur den Theorieteil. Das bedeutet, hier in diesem Theorieteil braucht ihr auch nicht groß die lustige Perspektive, in der ich hier was erzähle, bewundern. So, oder das schöne Bild von Grönland da hinten. Ach ja, Grönland. Das war schon toll. Das ist so eins meiner persönlichen Lieblingsbilder. Das war so eine der schönsten Stellen, die für mich persönlich, die wir da gefunden hatten. Da war auch das Wetter mal ausnahmsweise so richtig, richtig freundlich. Also so richtig, richtig. Es war schon oft gut, aber das war schon toll. Ja, egal. Jedenfalls braucht ihr hier nicht weiter hinzugucken, weil größtenteils ist das, was ich erzähle, vor allen Dingen wichtig. So. Also, wir machen jetzt ein paar Definitionen. Erstens, wir wollen hier ja Verpflegung für Wildnis-Trekking-Touren besprechen. Ja, eine Wildnis-Trekking-Tour, was ist das? Das ist, also erstmal eine Trekking-Tour bedeutet, du schleppst alles, was du zum Leben brauchst, in einem Rucksack mit dir mit. Also das ist zumindest eine Zu-Fuß-Trekking-Tour. Rein theoretisch gibt es noch Boot, also Kanu-Trekking oder Fahrrad-Trekking. Das ist das gleiche Prinzip, nur schleppst du es da halt nicht im Rucksack, sondern hast es im Boot liegen, beziehungsweise machst es irgendwie am Fahrrad fest. Aber grundsätzlich jetzt klassisch Wildnis-Trekking ist natürlich zu Fuß durch ein Wildnisgebiet. Wildnis ist ein bisschen nicht unbedingt als absolute Wildnis zu verstehen. Ich würde da jetzt auch jede Form von einigermaßen abgelegener Skandinavien Region mit reinziehen, auch wenn nicht unbedingt zwingend jeder Ecke von Skandinavien, wo du ab vom Schuss bist, wirklich in der Wildnis ist. Aber trotzdem könntest du tagelang da rumlatschen, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Du kommst auch nicht am Supermarkt vorbei, nicht an der Bushaltestelle, nicht am, keine Ahnung, Dönerladen oder sowas in die Richtung. Ne? Also so eine infrastrukturfreie oder weitgehend freie Region, das würden wir jetzt in diesem Zusammenhang als Wildnis verstehen. Und da laufen wir jetzt tagelang mit allem, was wir zum Leben brauchen, inklusive Proviant, durch. So, ja, das bedeutet, weil es da eben keine Infrastruktur gibt, oder wir machen eine andere Tour, wo es Infrastruktur gibt, möchten aber absichtlich alles, was wir zum Leben brauchen, mitschleppen, weil sich das gut anfühlt, ja, dann ist es dasselbe Prinzip, auch wenn es jetzt nicht Wildnis im richtigen Sinne ist. So. Trekkingtour, nochmal, erstens, Fortbewegung steht im Vordergrund. Ja? Es ist keine, wir gehen in den Wald, hocken uns da hin und schnitzen uns einen Löffel und sitzen im Wald und lassen es uns gut gehen, Tour. Vordergründig ist schon die Fortbewegung. Man will rumlaufen, rumfahren, rumpaddeln, was auch immer. Aber Fortbewegung steht absolut im Fokus, dass man dann jeden Abend ein kleines Lager baut, in diesem kleinen Lager sich was zu essen macht, in diesem Lager übernachtet und das Ganze am nächsten Morgen nochmal was essen, abbauen, weiterlatschen. Ja, dann latschst du wieder den ganzen Tag, genießt die Landschaft, baust dir wieder dein Lager auf, machst Essen, übernachtest, Frühstück, abbauen, weiterlaufen, Landschaft genießen und so weiter. Es ist eine monotone Angelegenheit, außer dass sich die Landschaft hoffentlich stetig verändert. Das Lagerleben steht aber nicht im Fokus. Das Lagerleben ist eine Notwendigkeit, die einfach dringend erforderlich ist, weil wir als Mensch nun mal hin und wieder mal schlafen müssen und uns nicht einfach, zumindest nicht, wenn es regnet oder wenn es kalt ist oder sonstige Probleme, die wir haben, weil wir ja kein Fell haben, kein vernünftiges, mit dem man was anfangen könnte. Müssen wir halt
unseren Krempel mitnehmen, der uns da weiterhelfen kann. Und da wir auch nicht an Fjellvegetation knabbern können, das heißt, wir können schon, schmeckt nur nicht und macht uns auch nicht satt, müssen wir halt auch noch unsere Nahrung irgendwie mitschleifen. So, ja, und das sind so die Charakteristika einer Trekkingtour. Wir fangen hier an, nachzudenken über Touren mit mindestens 2 Übernachtungen. Erst dann ist es meiner Meinung nach eine Tour. Davor ist es, ja, auf YouTube-Sprech, ein Overnighter. Ja, ein Overnighter ist schnell mal gemacht, das ist auch keine große Sache. Man braucht da nicht viel Zeit für. Man kann die Nacht irgendwie verbringen. Ist die Nacht scheißegal, am nächsten Tag gehst du ja sofort wieder nach Hause. Meistens ist ein Overnighter auch wirklich nur eine kurze Tour. Übernachten und eine kurze Tour zurück oder gar keine Tour zurück. Je nachdem, wo man übernachtet hat, ist man halt also ganz schnell wieder zurück beim Auto oder direkt zu Hause oder beim ÖPNV oder was auch immer. Aber das Entscheidende ist, bist du nur eine Nacht draußen, ist es relativ egal, wie kacke die Nacht gewesen ist. Du kannst wieder nach Hause gehen und alles ist wieder gut. Wenn du auf einer langen Tour unterwegs bist, mit mindestens 2 Nächten, womöglich auch noch eben noch viel, viel mehr, dann muss jede Nacht so verlaufen, dass du in der Nacht erstens deine Ausrüstung nicht so dreckig, kaputt oder unverwendbar machst, weil nass zum Beispiel, dass du am nächsten Tag nicht weiter kannst. Und jede Nacht muss also quasi optimal verlaufen, damit du dich auch wieder erholst, damit du am nächsten Tag wieder weit bzw. zumindest lang laufen kannst. Für Trekkingtouren ist es nicht zwingend erforderlich, eine besondere sportliche Leistung zu erbringen, also ob du jetzt 4 Kilometer am Tag läufst und damit aber deine Kapazitäten ausschöpfst, weil du zum Beispiel alt bist oder Gebrechen hast, die es dir nicht ermöglichen, schneller voranzukommen, ist völlig egal. Macht gar nichts, das ist kein Sport, das ist ein Naturerlebnis, meiner Meinung nach. Man kann es natürlich auch als Sport betreiben und man kann trotz Naturerlebnis darin auch eine sportliche Betätigung suchen und sehen, das ist alles möglich, das muss aber nicht. Ja, also wie lang die Tagesetappen sind und wie viele Stunden des Tages man tatsächlich rumläuft, bleibt einem selbst überlassen. Man kann also auch ganz, ganz, ganz viel Pause machen. Trotzdem, damit es Trekking ist, muss die Fortbewegung im Vordergrund stehen. Darauf will ich hinaus, ne? Also wenn du am Tag eine Stunde läufst und dann wieder dein Zelt aufbaust und den Rest des Tages im Lager rumlümmelst, einfach weil du da Bock drauf hast, dann kann man das so machen. Das ist aber nicht wirklich eine klassische Trekkingtour, ja? Das bedeutet, wir haben auf einer Trekkingtour zwingendermaßen auch nicht jede Menge Zeug dabei, mit dem wir uns im Lager beschäftigen können. Wir machen im Regelfall kein Riesenfeuer, wenn überhaupt, dann machen wir mal ein ganz kleines Feuer. Wir haben keine Axt dabei, weil wir ein Riesenfeuer machen wollen jeden Tag. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Es mag Leute geben, die das so tun, wäre aber sehr untypisch. Man hat normalerweise auch keine Säge dabei, bestenfalls ein kleines Taschenmesser, ein Werkzeug, das reicht auch vollkommen aus. Man kann auch komplett ohne Taschenmesser, soll es auch geben inzwischen, eine Trekkingtour bestehen und allenfalls als Schneidmaterial Nagelklipser dabei haben oder was weiß ich. Ja? Also im Vordergrund steht wirklich das Erleben der Natur, in die man sie durchfährt, durchschwimmt, durchwandert, irgendwie sowas in diese Richtung. Ja? Autarkie spielt dabei eine große, große Rolle, bedeutet, wir sind unabhängig von allem anderen, was um uns rum so passiert. Wir tragen wirklich alles mit, was man zum Leben so braucht. Das geht los, wie gesagt, beim Schlafsack und beim Zelt. Das hört auf bei dem Proviant vor allen Dingen. Ne? Wasser wird man unterwegs nachfüllen müssen, sonst ist es eine sehr, sehr kurze Tour. Es sei denn, man hat irgendwelche expeditionsartigen Wüstenveranstaltungen oder ähnliches vor. Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Wenn man einen Wasserfilter oder andere Möglichkeiten zur Wasseraufbereitung dabei hat, sollte man, so man dann auch seine Route halbwegs vernünftig geplant hat und weiß, dass man immer mal wieder an Wasserquellen vorbeikommt, auch kein Problem damit haben, unterwegs Wasser nachzufüllen. Alles außer Wasser muss man dann also mehr oder weniger mitschleppen. Natürlich findet man in der Natur gegebenenfalls mal ein bisschen ergänzende Nahrung wie ein paar Beeren, aber zu erwarten, da allzu viel zu futtern zu finden, ist dann mit einem großen Zeitaufwand und jede Menge Know-how seitens des Wandernden verbunden und stellt eine enorme Herausforderung dar, an der man, wenn man sich da nicht hervorragend darauf vorbereitet, auch gerne mal scheitern kann. So, jedenfalls, und zwar mit wehenden Fahnen. Ziel einer solchen Trekkingtour ist nach meinem Verständnis, ja, das könnt ihr aber auch anders sehen, aber so wie ich jetzt dieses Videos vorbereite,
nicht, ausdrücklich nicht die kulinarische Bereicherung, sondern das Erleben der Natur. Bedeutet, Nahrung braucht der Körper und die soll auch nach Möglichkeit ein bisschen schmecken, ist zumindest meine Philosophie, aber besser schmeckt es zu Hause oder im nächsten Restaurant oder sonst wie. Und ins nächste Restaurant oder sonst wo geht man hin, weil man was Leckeres essen möchte. In die Wildnis gehst du nicht, weil du was Leckeres essen möchtest, sondern weil du da eine tolle Zeit haben willst und die Landschaft und die Natur genießen willst. Ja? Also kulinarischer Genuss muss meiner Meinung nach entscheidend, und sonst kann man auch keine richtig lange Trekkingtour fast nicht machen, fast nicht. Es gibt da so ein paar Spezialisten, die es doch hinkriegen, aber kulinarischer Genuss muss hinten anstehen. Auch die gesunde Ernährung muss ein Stück weit hinten anstehen. Ja? Du kannst nicht für 14 Tage Salat, Gemüsemischung und weiß ich nicht, frisches Obst und so weiter und so fort mitschleppen. Das geht nicht. Ja, und da gibt es einfach nur die Notwendigkeit, dass man gewisse Einschränkungen in Kauf nimmt. Es sei denn wieder, man ist der absolute Ultraprofi und findet alles, was man zum Leben braucht, in der Natur und so weiter und so fort. Aber das ist nochmal super, super, super schwierig. Du musst dich dein Leben lang damit beschäftigt haben und nach Möglichkeit auch schon länger als 10 Jahre leben, um solche Fähigkeiten erworben zu haben. Das heißt, das ist für uns normal, Otto Normalverbraucher, und da bin ich auch einer von, jenseits von Gut und Böse und völlig unmöglich. So. Außerdem, damit man längere Zeit mit der Nahrung, die man mit sich herumschleppt, unterwegs sein kann und das noch tragen kann und das noch einigermaßen angenehm tragen kann, ohne anatomische Probleme zu verursachen oder orthopädische, je nachdem, ist es erforderlich, das geht leider noch bisher nicht anders, als in einem gewissen Kaloriendefizit rumzulaufen. Ja? Du wirst den ganzen Tag laufen und muss dein Essen tragen. Das würde bedeuten, dass du, wenn du täglich, sagen wir mal, 4000, 4500 bis 5000 Kalorien verbrauchst, wenn du wirklich lange, lange unterwegs bist und eben noch Ausrüstung mitschleppst, geht das, insbesondere in den Bergen, eine Berghochetappe, da sind 5000 Kalorien Tagesumsatz für einen großen Menschen durchaus möglich, für einen kleinen Menschen natürlich weniger. Aber ich habe das hin und wieder mal. Ja, andere Leute meiner Statur haben das mit Sicherheit auch. Und das heißt, 5000 Kalorien am Tag mitschleppen, das kannst du vermutlich nicht tragen und dadurch ergibt sich automatisch ein Kaloriendefizit, mit dem man da rumläuft. Wichtig, der Mensch als solcher, ne, als wir noch mehr auf Säugetier waren, als wir das heute sind, vom Verhalten her, ist wunderbar körperlich darauf angepasst, als Jäger und Sammler und als Nomade die Teile seines Lebens, in denen er weiterzieht, nomadisch von A nach B, mit weniger Nahrung klarzukommen, als er eigentlich gerne hätte. Das ist anders gar nicht möglich. Wenn man jetzt wirklich sich vorstellt, mit Elchhäuten beladen und die hinter sich herschleifend und Knochen- und Steinwerkzeugen beladen hinter sich herschleifend, mit Kind und Kegel, viel Kind und Kegel, große Strecken durch die völlig unberührte Landschaft, ohne jeden Weg und Ähnliches zurückzulegen. Da brauchst du auch eine Menge Kalorien. Ja? Und da hast du nicht so eine Tüte oder so ein Nusspäckchen, um dich unterwegs zu verpflegen, sondern bestenfalls hast du noch ein paar Steak vom letzten Lagerfeuer, die du dann noch mitschleifst. Die sind dann schnell aufgegessen. Es gab wenig Möglichkeiten, Nahrung haltbar zu machen. Die Natur hat uns diesbezüglich entsprechend evolutionär angepasst, dass wir einfach in der Lage sind, längere Zeiträume von ja, 2 Wochen, die meisten von uns, ohne großes Training gehabt zu haben. Oder sogar noch deutlich länger, es kommt darauf an, wie groß das Nahrungsdefizit ausfällt, in einem gewissen Nahrungsdefizit zu leben und auch zu funktionieren, ne? Also man ist deswegen nicht schwach und kraftlos, nur wenn man mal ein bisschen weniger Kalorien zu sich nimmt, als man braucht. Das hängt natürlich auch davon ab, wie sehr unser Körper vorher eine Reserve angelegt hat. Das ist ja diese Zivilisationskrankheit, dass wir viel mehr Nahrung zu uns nehmen können, als wir eigentlich brauchen und unser Körper aber noch denkt, dass er bei Nahrungsüberangebot dringend bitte eine Reserve anlegen möge. Ja, und das führt dann dazu, dass wir viele von uns ein bisschen zu dick sind, oder jedenfalls ein bisschen dicker als notwendig wäre, sage ich jetzt mal. Und
für diejenigen von uns, bei denen das zutrifft, ist es also überhaupt kein Problem für, sagen wir mal, 14 Tage, nur 2000, 2500 Kalorien zu essen und an einzelnen Tagen meinetwegen 4000 oder mal sogar 5000 Kalorien zu verbrauchen und dann insgesamt mit einem Kaloriendefizit von meinetwegen 20.000 Kalorien nach Hause zu kommen. Das entspricht 2 Kilo Körperfett. Das ist also wirklich nichts, was die allermeisten von uns in große Bedrängnis stürzen würde. Und das ist auch sofort wieder drauf. Also wer das macht, um abzunehmen, das funktioniert nicht. Das ist sofort wieder drauf. Es ist also keine gute langfristige Diätform. Ne? Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, physiologisch mal 2 Wochen mit einer gewissen Mangelernährung zurechtzukommen. Ja? Interessant kann es sein, wenn man nicht ein Otto-Normalverbraucher ist, sondern ein Mensch mit speziellen Anforderungen an bestimmte Nährelemente. Grundsätzlich ist es immer eine gute Idee, auf Tour irgendein Nahrungsergänzungsmittel, das möglichst viele Vitamine und Mineralstoffe enthält, zum Beispiel völlig egal was. Ja, das sind so kleine Pillen. Also ich würde empfehlen, irgendwas mitzunehmen, was kleine Pillen sind und nicht unbedingt irgend so eine grüne Algensoße, die man sich erst umständlich anrühren muss. Die mag auch funktionieren, aber hier ist chemisch gesehen genau dasselbe Zeug drin, fast. Und wiegt halt nichts, ne? Und nimmt keinen Platz ein. Aber wer gerne grüne Algensoße oder was immer das sein soll, konsumieren möchte, darf das natürlich auch tun. So, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee und insbesondere bei Menschen, die halt besonderen nachweisbaren Mangel an zum Beispiel Magnesium von mir aus haben, die müssen dann halt nochmal mehr extra Magnesium mitnehmen für solche Zwecke. Junge, gesunde Durchschnittsmenschen sollten aber auch komplett ohne irgendwelche Tabletten in der Lage sein, 14 Tage mal mit geringerem Vitaminzufuhr völlig problemlos zu überleben. Der Körper hat Speicher und wenn die gefüllt sind aus einer gesunden Alltagsernährung, so die dann gesund ist, dann ist das überhaupt kein Thema. Wirklich gar nicht. Das macht nichts und man muss da vorher auch nicht zum Arzt gehen und es ist auch kein Risiko. Wie gesagt, außer man ist nicht ganz gesund und hat da bekannte Probleme, dann muss man sich natürlich entsprechend individuell um sich selbst auch kümmern. So, ja, lange Rede, weil das ist mir einfach wichtig, weil da jedes Mal Nachfragen kommen, von was für einer Art von Tour reden wir denn hier eigentlich? Ja, so. Innerhalb dieses Kriteriums von Wildnis-Trekking-Tour gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man denn eine Wildnis-Trekking-Tour besteht. Und im Wesentlichen haben sich da draußen in der Praxis 3 Strategien ergeben. Nämlich es gibt die klassisch mit schwerem Gepäck, die modernere mit leichtem Gepäck. Und die Extremvariante mit ultraleichtem Gepäck. Ja? Und das hat auch Auswirkungen auf die Kapazität, Nahrung mitzuschleppen. Und daher ist das also in jedem Fall auch in unserem Ernährungsthema wichtig, diese 3 unterschiedlichen Arten des Trekkings sozusagen kurz mal besprochen zu haben. Also zunächst mal das schwere und klassische Trekking. Das ist eigentlich die einzige Form von Trekkingtour, die man vor 25 Jahren hat machen können, weil der Stand der modernen Ausrüstung einfach noch nicht so war, dass man ohne 20, 25 Kilo im Rucksack rumschleifen zu müssen, überhaupt irgendeine nennenswerte Tour hat machen können. Das ging einfach noch nicht. Die Ausrüstung war noch nicht so weit. Drum nennen wir das auch gerne Classic-Trekking. Heutzutage machen das viele Leute, die einfach auch keine Lust auf moderne Hightech-Ausrüstung haben, die möglicherweise auch sehr viel Geld bei der Ausrüstung sparen wollen. Wenn du keine Hightech-Ausrüstung kaufst, musst du es auch nicht bezahlen. Alte, normale, sage ich jetzt mal, Ausrüstung kriegst du für einen Appel und ein Ei nachgeschmissen und damit kannst du auch auf Tour gehen. Das spricht überhaupt nichts dagegen, außer die Tatsache, dass halt eine gewisse persönliche Leidensfähigkeit gegeben sein muss. Abgesehen davon, dass natürlich älter geworden bin in den 25 Jahren, die ich jetzt Trekkingtouren mache, muss ich sagen, ich leide heute erheblich weniger als früher, was einfach daran liegt, dass ich heute nicht mehr so viel Scheiß durch die Landschaft schleifen muss, wohlgemerkt. Ich habe das nie freiwillig gemacht, sondern einfach als notwendiges Übel, weil man anders halt nicht ins Nirgendwo kommt, als zu Fuß und mit Gepäck. Und ja, also ich finde das toll, dass man inzwischen mit leichterem Krempel unterwegs sein kann. Nicht muss, kann. Und ja, bei der klassischen Tour kann man, das ist ein Vorteil, unzerstörbares Equipment mitnehmen, also wegen mir den
einem 4 Kilo Militärrucksack zum Beispiel, ja, und relativ normalen Proviant theoretisch mitnehmen. Weil so ein 4 Kilo Militärrucksack hat ein derart gut angepasstes Tragesystem, dass man zu den 4 Kilo Rohgewicht noch locker 20, möglicherweise 25 Kilo obendrauf schmeißen kann. Und man kann mit solchen Rucksäcken, insbesondere wenn sie richtig angepasst, Probe getragen und zum Träger passend sind, dann kann man damit 30 Kilo transportieren. Insbesondere als Mensch, der sonst, sagen wir mal, 100 Kilo wiegt, Eigengewicht. Ja, also so etwa 30% des eigenen Körpergewichts ist schon was, was man über eine längere Trekking-Tour-Zeitraum als Mann tragen kann. Bei Frau wird empfohlen, nicht über 20% des eigenen Körpergewichts zu gehen, weil da einfach Muskel zu Fettmasse biologisch gesehen, rein technisch gesehen, eine andere Verteilung hat und daher da nicht ganz so viel zusätzliches Gepäck theoretisch aufgeladen werden sollte. Darf man natürlich trotzdem machen, wenn man da Lust drauf hat, ne? Und darauf, dann kommen wir halt dann relativ schnell auf theoretisch 30 Kilo, die man damit sich rumtragen kann. Und wenn da eben 26 oder 25 dieser 30 Kilo nicht das Rucksackgewicht selber, sondern zusätzliches Zeug sind, das gibt schon Möglichkeiten. Nur weil man eine klassische Tour macht, heißt das nicht, dass man zwingend leichtes Essen mitnehmen muss. Das kann man natürlich trotzdem machen. Dann hat man auch jede Menge Platz für schwere Utensilien wie im Campingstuhl. Vergleichsweise schwere Utensilien. Die sind inzwischen auch ziemlich leicht geworden. Keine Ahnung, noch einen zusätzlichen Kochtopf, eine zusätzliche Bratpfanne, eine Axt, weil man sich ein Lagerfeuer machen möchte oder eine Säge, weil man sich ein Lagerfeuer machen möchte. Solche Sachen. Das wäre also mit dem klassischen Gepäck denkbar, dann sowas mitzuschleifen. Für mich ist das nichts mehr, das muss aber nichts heißen, das muss jeder selber wissen. Das geht dann auf dem Wege auf jeden Fall. Ja, und weil man die Möglichkeit hat, eben vergleichsweise viele Kilo an Zeug mitzunehmen, kann man auch klassischer Lebensmittel wie tatsächlich frisches Gemüse, frisches Obst, zumindest ein bisschen, wohl möglich sogar ein bisschen vakuumiertes Fleisch für die ersten paar Tage. Das hält sich dann ja ein paar Tage ohne Kühlung, wenn man das frisch vakuumieren lässt, oder sich selber vakuumiert und solche Sachen. Ja, das gibt also jede Menge Möglichkeiten, da dann auch richtig zu kochen, richtige Nudeln mitzunehmen, nicht irgendwelche Instant-Nudeln, sondern einfach Nudeln, möglicherweise sogar ein paar Kartoffeln so quasi als Gemüseersatz. Der Möglichkeiten gibt es dann viele. Ja? Das ist also die kulinarisch beste Möglichkeit, sich ganz normal draußen zu ernähren. Auch mengenmäßig kann man natürlich so viel mitnehmen, dass man im Prinzip auch kein Kaloriendefizit kriegt. Zumindest nicht, wenn man nur eine kurze Tour von, sagen wir mal, 5 Tagen oder sowas macht. Dann kannst du auch für 5 Tage kannst du zur Not sogar Kartoffeln tragen. Also das würde ich nicht machen und ist auch wahrscheinlich nicht schön, aber gehen würde es schon. So, grundsätzlich kann man sagen, für solche Touren sind die Tagesetappen entweder sehr kurz, also sagen wir mal 8 bis 15 Kilometer in Wildnis-Trekking-Verhältnissen. Also du läufst hier nicht über eine schöne Asphaltstraße, sondern über einen rauen, steinigen Weg, wo man gucken muss, wo man seine Füße hinsetzt. Ja, also 8 bis 15 Kilometer sind da das höchste der Gefühle. Und dafür sollte man auch schon ziemlich, ziemlich fit sein, wenn man 8 bis 15 Kilometer mit 30 Kilo auf dem Rücken schaffen möchte. Ja. Auch anatomisch bzw. orthopädisch sollte da eine gewisse Belastungsfähigkeit der Knochen und Gelenke vorhanden sein. Vielleicht ist man noch ein bisschen jung oder hat es sein Leben lang betrieben und ist da einfach super gut trainiert. Für Anfänger würde ich das nicht empfehlen, jedenfalls nicht ohne entsprechend viel Training vorher gemacht zu haben, damit man sich eben einfach nicht irgendwelche Knochen und Gelenke kaputt macht vor allen Dingen. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten zur Nahrungsmitnahme sind sehr groß. Und ja, das hat immer schon funktioniert. Warum soll das heute nicht auch noch gehen? Auf jeden Fall kann man das machen. So, dann andere Variante. Zweite Variante ist die Leicht-Trekking-Tour. Die ist definiert, dass deine Ausrüstung inklusive Rucksack, aber ohne Verbrauchsmaterialien, sprich ohne Gas, wenn du einen Gaskocher dabei hast, ohne Essen, ohne Wasser, dass deine Basisgewicht, das sogenannte, unter 10 Kilo liegt. Ja?
Und das kann man mit moderner Ausrüstung relativ einfach hinbekommen. Mein Basisgewicht für meine Standardausrüstung für eine Trekkingtour ist inzwischen bei 7,5, möglicherweise 8 Kilo, sowas um den Dreh, inklusive Kameratechnik. Vor allen Dingen ist es sehr viel leichter geworden, weil ich ja nur noch eine ganz kleine Kamera mit Schleife und nicht mehr so ein Brummer. Ja. Und das ist wirklich leidensfrei möglich, insbesondere wenn man vom Kunstfaser auf den Daunenschlafsack umsteigt, spart man gleich mal ein Kilo, nimmt man etwas leichteres Zelt, spart man hier nochmal ein Kilo, hat man ein bisschen dünnere Regenklamotten, die man dann auch nicht mehr in super dick braucht, weil man keinen maximal schweren Rucksack, sondern nur noch einen geht so Rucksack auf dem Rücken hat. Da spart man dann wieder relativ viel Gewicht. Da gibt es also reichlich Möglichkeiten und man kann natürlich jede Menge Gewicht einsparen, wenn man eine effiziente Nahrungsplanung macht und das ist eben der Knackpunkt, um den wir uns dann nachher noch kümmern werden, beziehungsweise im nächsten Teil. So. So eine Leichttour, da sind Rucksackgewichte von eben tatsächlich nur 10 bis etwa 18 Kilo, sowas um den Dreh, gut drin. Das heißt, das ist auch für Frauen interessant, weil 10 bis 18 Kilo meistens noch so eher diesen 20% des eigenen Körpergewichts entsprechen. 15 bis 20 Kilometer kann man damit Tagesetappen durchaus zurücklegen, weil einen der Rucksack halt eben nicht völlig fertig macht beim Schleppen, es sei denn, wie gesagt, man ist super, super fit. Und damit kommen wir da quasi auf die längst mögliche autarke Tourendauer, weil hast du, sagen wir mal, 6, 7 Kilo Basisgewicht, ja, und kannst den Rucksack aber doch immerhin bis 20 Kilo voll machen, dass man ihn noch bequem tragen kann, dass er noch nicht auseinanderfällt und so weiter und so fort. Dann kannst du insgesamt 13 Kilo Nahrung mitnehmen. Und das reicht für, wenn du 500 Gramm pro Tag rechnest, 26 Tage. Und wenn du dann halt in Gottes Namen die ersten paar Tage halt doch leidest, weil du deinen Rucksack überladen hast, dann kommst du theoretisch sogar auf 30 Tage und hast immerhin noch ein halbes Kilo Futter pro Tag dabei. Man kommt auch mit 400 Gramm aus, also zumindest ich. Ja, und ich bin jetzt eben nie kein Mensch, der wenig Nahrungs- bzw. wenig Energiebedarf hat, einfach aufgrund von Größe schlicht und ergreifend. Ich bin zwar nur so groß, dass ich gerade so über den Tisch passe, aber gut. Ultralight möchte ich kurz erwähnt haben, das ist definiert als das Basisgewicht des Rucksacks ist unter 5 Kilo, zumindest in Deutschland, bei den Amis sind es unter 5 Pfund und nee, 10 Pfund und das sind 4,5 Kilo. Bedeutet, man hat wirklich nur das Allernötigste in sehr dünn, in sehr leicht, in ein bisschen fragil, bisschen bis durchaus fragil dabei und muss wissen, wie man damit umgeht. Das ist toll, weil du federleicht unterwegs bist und flott vorwärts kommst und deine Gelenke minimal belastest und daher lange Entfernungen am Tag laufen kannst und das super Spaß macht und nicht wehtut. Ja, je schwerer der Rucksack, desto größer das Potenzial, dass er irgendwann wehtut. Und das können ordentliche Schmerzen sein. Wirklich ordentliche Schmerzen. Ja, und das hat man halt bei Ultralight nicht. Aber durch die fragilen Anführungszeichen, ne, die geht auch nicht sofort kaputt, wenn du sie schief anguckst. Aber du musst schon wissen, was du damit machst, musst ein bisschen Erfahrung haben und dadurch würde ich das für Anfänger auch nicht empfehlen wollen. Versucht mal leicht und wenn ihr merkt, oh, es ist viel zu wenig Zeug, ich brauche mehr Zeug, dann macht ihr klassisch und wenn ihr merkt, oh, es ist mir immer noch zu schwer, dann versucht mal Ultralight, nachdem ihr mit leicht genug Erfahrung gesammelt habt, Voraussetzungen. Damit eine Ultralight-Tour Ultralight sein kann, muss man auch bei der Nahrung massiv Gewicht einsparen. Und das bringt uns dann zum nächsten Punkt, nämlich die meiner Meinung nach 4 Level von möglicher Tourenverpflegung, die man so mit sich herumschleppen kann. Ja, nämlich zunächst mal kulinarischer Anspruch niedrig und maximale Gewichtseffizienz. Und dann sind wir wieder hier bei unseren Macadamia-Nüssen mit knappen 800 Kalorien für 100, mit knappen, Moment, muss rechnen, ja, mit fast 1000 Kalorien für 125 Gramm für so eine Tüte, ne? Das ist natürlich von Effizienz her nicht zu überbieten. Nimmst du die für die komplette Tour mit, dann hast du keinen Spaß kulinarisch. Ja? Weil dann futterst du von mir aus 10 Tage lang nichts anderes als Macadamia-Nüsse. Kann man machen, kann man auch überleben, wenn man da entsprechend wirklich der Naturgenuss an erster Stelle steht und kulinarisch man überhaupt keine Ansprüche hat, dann kann man das machen und dann kann man mit 250 Gramm, also sprich 2 Packen Macadamia-Nüssen am Tag,
die notwendigen Kalorien aufbringen, damit man da die ganze Zeit weiterlaufen kann. Das geht. Will ich das? Nein. Ja, ich habe es gerade schon als Text hingeschrieben, aber für diejenigen von euch, die nur zuhören, futtert man nur Macadamia-Nüsse, läuft man irgendwann in den Eiweißmangel hinein. Macadamia-Nüsse haben relativ geringe Eiweißgehalte, dafür halt einen Haufen Fett, darum auch diese enorme Kaloriendichte. Tatsächlich wäre also für eine reine Nussdiät sozusagen auf Tour die Erdnuss besser geeignet, weil die einen höheren Eiweißgehalt hat und da wäre dann der Proteinmangel nicht so groß. Man müsste allerdings dann ein paar mehr Nüsse mitschleppen, beziehungsweise einfach ein höheres Gewicht, weil die Erdnuss nicht ganz so viel Kalorien pro 100 Gramm hat, wie zum Beispiel die Macadamia-Nuss. Ne? Ich nehme hier immer Macadamia als Beispiel, weil ich persönlich finde die außerdem noch sehr, sehr, sehr lecker. Und sie halt wirklich sensationelle Kalorienwerte haben, sind im Übrigen auch sehr gesund. Also das Fett, was drin ist, ist ein gesundes Fett und zum Beispiel nicht vergleichbar mit Schweinespeck zum Beispiel. Also jetzt rein aus Gesundheitsaspekten, Schweinespeck ist schon lecker, ne? Aber ja, und nur, dass wir das kurz erwähnt haben, dass da keine Verwirrung aufkommt. Wenn Eiweißmangel stattfindet, dann führt das zu einem Verlust an Muskulatur. Ja, Muskeln können quasi nicht repariert werden. Lebensnotwendige Stoffwechselprozesse, die eben nur mal Proteine benötigen, können nur durchgeführt werden, indem man andere Proteine recycelt, die der Körper halt noch gespeichert hat. Und das bedeutet, erstmal nicht so wichtige Muskeln werden abgebaut und später halt dann auch irgendwann die wichtigen Muskeln. Bedeutet, wenn man sich ständig nur von Sachen ohne Eiweiß ernährt, dann verhungert man trotzdem. Umgekehrt gilt das nicht unbedingt. Ganz grob gesagt kann man sagen, du kannst mit Eiweiß und Fett langfristig überleben. Du kannst mit Eiweiß und Kohlenhydraten langfristig überleben, aber nicht mit Fett und Kohlenhydraten ohne Eiweiß. Das geht nicht. Ne? Und ja, das einfach nur noch mal kurz als kleine Ergänzung an der Stelle. Ganz einfach. Ganz wichtig, wir verurteilen hier niemand aufgrund seines Nahrungskonzepts. Das ist das Privateste, mal abgesehen von Wahl des Partners und solche Sachen, was es überhaupt gibt, was man jeweils individuell so essen möchte. Ne? Und das wäre jetzt halt eben die Variante super, super ultra light und null kulinarischer Anspruch. Außerdem beliebt sind zum Beispiel Speck. Und zwar der fettige, ne? Nicht der mit dem roten Fleisch, sondern der mit dem ausschließlich weißen Fett dran. Ja, der hat auch 800-900 Kilokalorien pro 100 Gramm. Und also die reine Energie, die man zum Laufen braucht, hat man damit relativ schnell zusammen. Es soll auch Leute geben, die sich quasi nur von Erdnussbutter ernähren. Oder Cold Soaking betreiben. Das spart nochmal ein bisschen Gewicht ein, weil man keinen Kocher braucht. Man nimmt stattdessen irgendeinen Plastikbottich und dann vielleicht, oder eben auch keinen Plastikbottich und solche Mahlzeiten und kippt da einfach kaltes Wasser rein, lässt das relativ lange ziehen, dann sind die auch durch. Durch im Sinne von man kann es essen. Lecker? Nein. Aber geht. Ja? Das sind also so Möglichkeiten ich sag mal, spartanischen Tourenverpflegung. Oder ein Sack Haferflocken, ein Sack Müsli. Die ganze Zeit nur ein dasselbe Müsli essen. Müsli, je nachdem, wie man sich zusammenstellt, zum Beispiel hier Macadamia-Nüsse reinwerfen, kann man auch auf 700 Kalorien pro 100 Gramm pimpen. Ja, dann ist das nicht mehr sehr Haferflocken-lastig, sondern eher Nuss. Lastig, oder man schmeißt wirklich in seine Müsli-Pampe daheim noch einen Haufen Öl rein, gießt sein Müsli mit Olivenöl auf und macht sich wirklich so einen Müsli-Brei auf Ölbasis. Da kommst du dann auch auf ja, 800-900 Kilokalorien pro 100 Gramm. Widerlich, ja, für die meisten von uns, aber geht und kann als Expeditionsfutter insbesondere durchaus ein Thema sein, auch vielleicht, wenn man irgendwo hin möchte, wo man gar nichts kochen kann, weil das Zeug ist kalt, roh und immer verfügbar und erfordert eben nicht die Hitzezuführung. So, dann gibt es den Mittelweg, nenne ich ihn immer so schön, den kulinarischen Mittelweg. Das ist genau das, was wir jetzt dann auch im kommenden besprechen werden. Das bedeutet, man nimmt sich eben halt schon seltsame Zutaten mit, die im Regelfall wenig wiegen. Das hier ist jetzt zum Beispiel schon sehr schwer für den Mittelweg, weil da ist Flüssigkeit drin. Hingegen wäre jetzt so ein Ding hier. Das ist schon gefriergetrocknete Nahrung. Das heißt, da ist keine Flüssigkeit drin. Das ist also sehr, sehr leicht und hat für die geringe Trockenmasse, beziehungsweise für das geringe Gewicht, ich glaube, so ein Becher wiegt 62 Gramm oder so, oder hat er zumindest mal gewogen, aber ganz grob sowas um den Dreh. Und der hier hätte 287 Kalorien,
auf 62 Gramm. Wenn man das auf die 100 Gramm hochrechnet, dann sind wir dabei etwas über 400 Kalorien pro 100 Gramm bei minimalem Packmaß auch. Den Becher nehmen wir natürlich nicht mit. Wir schmeißen das in irgendeinen kleinen Ziploc-Beutel oder sowas in die Richtung, ne? Oder mehrere Becher davon. Aber das ist natürlich erheblich effizienter, als die Flüssigkeit eben noch mitzuführen in flüssiger Form, weil da eben Wasser drin ist, das man nicht braucht. So eine Soße ist also deutlich sinnvoller, dass man stattdessen als Soßenersatz zum Beispiel eine Tütensuppe nimmt und die Tütensuppe sozusagen als Soße verwendet. Dafür wäre es dann sinnvollerweise eine Tomatensuppe, eine Spargelcremesuppe, eine Brokkolicremesuppe oder sowas in die Richtung und die damit einfach Wasser aufgießt und das dann als Soße verwendet oder halt hier eben, wo die Soße als Pulverform schon drin ist. Das ist so das Prinzip der Nahrung, die ich persönlich verwende. Das ist dasselbe, was hier auch drin ist. Ja, diese Fertigmahlzeiten bestehen auch aus einer Nudel, Couscous oder ähnliches, Reiskomponente plus jede Menge andere Sachen in Pulverform, denen eben sämtliches Wasser entzogen wurde, Gefriertrocknung. Und dann gießt man das mit Wasser wieder auf und dann ist das Wasser halt wieder drin. Und da du Wasser in der Natur tatsächlich leicht finden kannst, ist es erheblich einfacher, das leicht zu findende Wasser aus der Natur zu nehmen, für 500 Meter zurück bis zu deinem Kochtopf zu tragen oder von mir aus auch nur 50 Meter, je nachdem, wo du dein Wasser holst. Und das hier aufzugießen und fertig. Und im Grunde basiert die Version der Trekking-Ernährung, die wir im weiteren zusammen noch besprechen werden, eben darauf, dass man vor allen Dingen getrocknete Sachen mit Wasser aufgießt, mit heißem Wasser in unserem Fall, und was für getrocknete Sachen man dann daneben kann, um sich sowas selbst zu machen und nicht auf 12 Euro teure Fertigtüten angewiesen zu sein. Ne? So. Außerdem gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man auf Tour richtig kocht und wirklich, das habe ich ja schon erwähnt gehabt, das ist beim Classic-Trekking dann quasi möglich, weil man da die hohe Zuladung hat, die man theoretisch tragen kann, auch wenn mir das keinen Spaß macht, dass man wirklich frisches Gemüse mitnimmt, ein paar Kartoffeln, ein paar Möhrchen, ein paar Zwiebeln und so weiter und so fort und sich eine Gemüsesuppe vor Ort macht und da meinetwegen sogar noch irgendwelches Fleisch für die ersten Tage zumindest reinschmeißt oder einen Leibkäse dabei hat. Ein Leibkäse, also Käse am Stück, ist auch sehr lange haltbar, selbst wenn der mal schimmeln sollte, dann schneidet man die schimmelige Stelle einfach ab und der Rest vom Käse ist dann wieder essbar. Das ist nicht wie ein Brot. Wenn bei Brot Schimmel dran ist, kann man davon ausgehen, dass der Schimmelpilz das komplette Brot durchzieht und man sollte besser gar nichts mehr vom Brot essen. Beim Käse, die Schimmelpilze, die im Käse auftreten, sind immer nur sehr kleinräumig und die kann man eben großflächig wegschneiden und der Rest vom Käse ist, wie gesagt, noch gut. Ja, das sind so Möglichkeiten. Das wäre jetzt die optimale bzw. die kulinarisch anspruchsvolle Trekkingverpflegung. Die ist aber eben nicht mehr leicht. Da kommt man dann ganz schnell auf deutlich höhere Gewichte, die man pro Tag mitschleifen muss, um auf seinen immer noch defizitären Kalorienbedarf von, sagen wir mal, 2000 bis 2500 Kalorien zu kommen. Im konkreten Fall heißt das, nehmen wir nur sowas hier mit, ja, dann können wir bei 300 bis 400 Gramm Futtergewicht pro Tag auf tatsächlich fast 3000 Kalorien kommen. Ja, 3000 Kalorien, also wenn wir, sagen wir, 400 Gramm davon mitnehmen, dann sind wir bei 3000 Kalorien, dann sind wir sogar bei ein bisschen drüber. 762, das sind 2800, ne? Also plus, also ja, circa 3000 Kalorien, ne? Bei 400 Gramm mitgeführter Nahrung. Das wäre optimal. Schmeckt das? Haben wir ja schon gesagt. Nee. Im Übrigen will ich jetzt mal so eine Nuss probieren, ne? Ich habe sie hier die ganze Zeit als Requisite liegen. Schmecken die denn? Also die schmecken bestimmt, nur will man das eben 14 Tage essen. Köstlich. Ja, isst man die abends zum Fernsehabend, dann kannst du am nächsten Morgen aus dem Sessel nicht mehr aufstehen, wahrscheinlich. Aber lecker. Na klar, besteht aus Fett, Salz und einem Hauch Zucker und ein bisschen Eiweiß. Also der Fettanteil an diesen Nüssen liegt bei 75%, glaube ich. Ja, 77%. Gut.
Ja, das kann man wie gesagt machen. Nimmt man den mittleren Ansatz mit zum Beispiel solchen Dingen hier oder eben was selbstgemachten, das ist jetzt nur ein Beispiel, das kommt alles im nächsten Teil, dann kommt man auf etwa 400 bis 500 Gramm am Tag, was man da so mitschleifen wird. Ich nehme immer 400 Gramm oder versuche bei nicht über 400 Gramm zu kommen. Meistens sind es dann doch 425, sowas durchschnittlich. Aber damit kommst du auf 2.000 bis 2.500 Kalorien mit der Variante, die wir im Weiteren besprechen wollen. Und theoretisch, wie gesagt, wer da noch Kartoffeln und so weiter und so fort mitschleppt, der hat auch nicht viel mehr Kalorien, weil eine richtige Kartoffel, nicht Pommes, sondern eine Kartoffel-Kartoffel, die hat halt eben kaum Kalorien pro Gewicht und da ist auch noch jede Menge Wasser drin. Also da musst du 1 Kilo Lebensmittel pro Tag mitschleifen und kommst auch nur auf deine 2000 Kalorien, wenn überhaupt, mit der Selbstkoch- und so weiter Variante. Wenn man die Selbstkoch- und so weiter Variante noch ergänzt um sowas und das halt auch noch mitführt, dann kann man schon noch ein bisschen besser werden, beziehungsweise ein bisschen leichter werden. Aber ja, das will ich im Weiteren nicht ausführen. Theoretisch gibt es jetzt noch die vierte Variante und die nenne ich EPA-basiertes Trekkingfutter, weil es immer mal wieder ein paar Leute gibt, die aus welchem Grund auch immer der Meinung sind, dass das militärische Modell der Futtermitnahme das Beste wäre. Und ja, EPA-mäßig hat man ja häufig diese Schalen. Ja, deutsches EPA, Ein-Mann-Packung, Bundeswehr-Essen, wo irgendwas, keine Ahnung, Ravioli mit Tomatensoße, was weiß ich, drin ist, Balkanreis mit Fleischbällchen. Das lässt sich ganz einfach warm machen, indem man es entweder auf den Kocher stellt, was nicht ganz gesund ist, weil da möglicherweise sich noch Zeug löst, was man da nicht im Essen haben möchte, aber egal, ins Wasserbad wirft, in die Mikrowelle packt. Eine Mikrowelle hast du draußen natürlich nicht, ans Lagerfeuer stellt, was auch immer. Aber das ist halt ein komplett fertiges Essen und hast du gerade kein Feuer und kannst nichts warm machen, kannst du es auch kalt mampfen. Ich habe jetzt so ein Ding nicht da. Bus-Fertiggerichte, könnt ihr mal googeln, gibt es zum Beispiel bei Amazon. Die kommen dem sehr nah. Das ist quasi das Gleiche, was man im EPA findet. EPA ist vielleicht qualitativ ein bisschen hochwertiger. Und beispielsweise, Moment, wenn man sich jetzt ein EPA zusammenbauen möchte, ohne ein EPA zu kaufen, die sind sündhaft teuer. Ja, also dann nehmen sie es von den Lebenden. Das ist völlig überzogen, was das kostet. Völlig selbst zusammengestellt. Da zahlst du 10% von dem, was man dafür haben möchte. Beispiel: Mikrowellen-Expressreis. Das ist ein fertig gekochter Reis, komplett fix und fertig. Den kannst du jetzt aufreißen und so essen. Dann ist er natürlich jetzt ein bisschen, ja, nicht ganz so gut, wie wenn er vorher in der Mikrowelle gewesen ist oder im Kochtopf. Das kannst du in irgendein beliebiges Gefäß schmeißen, ein paar Tropfen Wasser hinzugeben. Notfalls spuckst du rein. Ja, oder halt gibt es gar kein Wasser zu, ist auch nicht erforderlich. Und machst das warm und fertig ist eine Schüssel Reis. Ja? Also das ist so simpel wie nur geht. So eine Packung hat 250 Gramm. Und da das jetzt eben nicht 250 Gramm Trockenreis sind, den man mindestens 10 Minuten kochen muss, denn dann das ganze Wasser, was ihm als Trockenreis nicht drin ist, was er dann erst zu aufnimmt. Und dann machst du aus 100 Gramm quasi 250 Gramm Reis, der genauso viel Kalorien hat wie dieser 250 Gramm Feuchtreis, nur dass du die 150 Gramm, die da zusätzlich in deinem Trockenreis jetzt drin sind, nicht tragen musstest. Ja, das ist der Knackpunkt. Und ich weiß nicht, in welchem Verhältnis Reis jetzt Flüssigkeit auch zu sich nimmt, aber der Beutel hier hat pro 100 Gramm 138 Kilokalorien. 250 Gramm sind drin, das heißt, wir sind bei 280, nochmal die Hälfte oben, 350 Kalorien ungefähr, dieses Beutelchen hier, ne? Mit 250 Gramm. Zum Vergleich, die 5-Minuten-Terrine, die hätte, also die wiegt jetzt hier nur 64 Gramm und hat als Beutelchen 290, knappe 290 Kalorien. Also fast so viel wie das da, mit dem Unterschied, dass das da viermal so viel wiegt. Das heißt, EPA
Feuchtnahrungsmittel, Nahrungsmittel ready to eat mitzuschleifen. Jetzt ist in EPA nicht nur sowas drin, sondern eben auch Nüsschen, Schokoriegel und so weiter und so fort. Daran ist nichts auszusetzen. Aber die Hauptmahlzeiten in EPA, in MRE, Meal Ready to Eat, ist dasselbe militärisch bei den Amis, beziehungsweise auf Englisch halt. Das ist alles so Zeug. Dadurch, dass da die Feuchtigkeit nicht entzogen wurde, wiegt das einfach das 3- bis 4-fache bei gleichem Kaloriengehalt wie gefriergetrocknete Nahrung. Und wenn sie noch so von einem Hersteller, der nicht unbedingt ethisch-moralisch allzu korrekt ist und noch so chemisch mit was weiß ich was ausgestattet, aber seht es als Survival Food. Ja, gesund ist das nicht besonders. Stirbt man davon bald? Nein. Also das kannst du auch jahrelang fressen, ohne daran zu sterben. Irgendwann hat es vermutlich Konsequenzen im Vergleich zu einer perfekten, super ausgewogenen, ultra gesunden Ernährung. Aber damit sparst du Gewicht. Ja? Das da oder irgendwas anderes im EPA-Style mitzuschleifen. Das kann man machen, ja. Und wenn man das Gefühl hat, man muss sich vor irgendwem verstecken in seinem Urlaub und auf seiner Tour, wenn das hobbymäßig super Spaß macht, sich einfach irgendwo zu verkriechen und von niemandem gesehen zu werden. Und man hat gar nichts Böses vor, man macht das einfach nur super gerne, weil man sich daran erinnern möchte, wie lustig es damals gewesen ist, als 10-Mann-Truppe im Wald auf dem Boden rumzukriechen, in Flecktarn. Das kann man ja alles machen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Nur muss man sich eben darüber im Klaren sein, dass das militärische Nahrungsmitführungskonzept für Gewichtseffizienz, Gepäck zu Leistungsfähigkeitsgedöns-Verhältnis ist es scheiße. Ja, weil EPA entweder dafür ausgelegt sind, den Soldaten härter zu machen, indem er schwerer schleppen muss, damit er im Zweifelsfall dann mal hart ist, oder nie jemand sich darüber Gedanken gemacht hat. Aber EPA ist für zivile Tracking-Unterfangen die schlechteste Form der Ernährung, die man mitnehmen kann. Ne? Und ich habe extra diesen Reis gekauft, um darüber mal referieren zu können, weil den kann man wenigstens noch essen. Den muss ich nicht wegschmeißen hinterher. Davon abgesehen kann man das natürlich auch so mal in den Wald mitnehmen, wenn man vorhat, im Wald super schnell mal eben was zu essen zu machen. Ich gebe zu, ich habe hin und wieder auf Führungswochenenden, wo ich eine Nacht, also von Samstag auf Sonntag, auch mal im Walde penne, dann habe ich sowas gerne mal dabei, also nur da. Und dann kommt da halt auch mal zum Beispiel so eine Soße zum Einsatz. Und dann kippst du das beides zusammen, machst das 5 Minuten heiß und dann hast du dein Essen. Das spachtelst du runter und kannst schlafen gehen. Ja, das ist einfach aus Zeit spanisch aus, ich bin K.O., ich habe keinen Bock, mir ist es völlig egal, wie das jetzt schmeckt, ich will einfach nur irgendwie Kalorien haben und gute Nacht. Ja? Und so schlimm schmeckt es dann auch wieder nicht. Reis, Carbonara, kann natürlich auch irgendeine andere Soße nehmen, aber die ist übrigens vom Kalorien zu Gewichtsverhältnis katastrophal, weil die, wobei so schlimm auch wieder nicht, die wiegt 370 Gramm, hat aber doch pro 100 Milliliter und es sind 300 Milliliter immerhin 151 Kalorien, also sind wir bei 450 Kalorien plus ungefähr auf 370 Gramm. Ja, das ist schon ziemlich scheiße, das reiße ich ja besser. Ja. Gut, also das wäre die EPA-Variante. Nur einfach, um klarzumachen, natürlich kann man das machen, aber es ist ineffizient und es ist für einen Zivilist, der nicht aufgeklärt, dem es egal ist, ob er aufgeklärt wird oder nicht. Außerdem machen wir hier Wildnis-Tracking. Da begegnet uns ganz selten mal jemand. Wenn, dann freut man sich im Regelfall einfach und macht ein bisschen Smalltalk oder auch nicht. Und nimmt einfach zur Kenntnis, dass er auch mal jemand anders war. Aber stören tun mich die paar Hanseles, die man in Wildnisgebieten mal trifft, im Regelfall nicht. Ja? So, zum Vergleich. Also, mit den Nüsschen. Schleppst du 300 Gramm Proviant mit, hast du 2800 Kalorien oder was pro Tag. Ja? Mit der Mittelleicht-Variante, sowas, ne? Also oder Derivate nochmal, das kommt ausführlich, bist du bei 400 bis 500 Gramm pro Tag und hast auch so 2 bis 2500 Kalorien pro Tag dabei in Schmack, naja, einigermaßen schmackhaft, jedenfalls nicht ganz so gewöhnungsbedürftig wie nur Nüsschen. Mit der Klassik-Variante bist du bei, ja, auch vielleicht 2000 Kalorien pro Tag und kannst gerne mal ein Kilo schleppen. Und die EPA-Lösung, wenn man sich wirklich auf solche, wo habe ich es hingeschmissen,
ist weg, wie den Reis, Sachen und solche Fertigsoßen konzentriert oder gar ganz, ganz furchtbar Konservendosen. Manche EPAs, je nachdem von welcher Armee, enthalten sogar Konservendosen. Die haben natürlich ein ganz beschissenes Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis, ist super lange haltbar und alles, mag auch schmecken, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber Gewichts-zu-Kalorien-Verhältnis ist Kacke und da bist du bei 800 bis 1200 Gramm pro Tag, wenn du mit EPA-Krempel mitschleppst, für circa 3000 Kalorien. Aber das ist für eine Trekkingtour wirklich. Da schleppst dich dumm und dämlich. Außer du gehst nur 3 Tage. Kannst du auch machen. Kannst in 3 Tagen 3,6 Kilo Futter mit dir rumschleppen. Kannst aber auch mit 3,6 Kilo Futter, Moment, 10 Tage unterwegs sein. Ja? Je nachdem, was die individuellen Ansprüche sind. So, jetzt noch ein letztes, bevor wir dann zu den Praxisbeispielen kommen. Und das wird sich keine Sau angucken, weil das schon wieder so lang geworden ist. Aber ich will das jetzt einfach mal einmal ausführlich erklärt haben. Der Körper braucht durchschnittlich, das sind die allgemeinen Ernährungsempfehlungen für die Dachländer. Also Deutschland, Österreich, D, A, CH, die Schweiz. Da hat man also wirklich für diese Personengruppe mal so gut es irgendwie ging, durchschnittliche Erwartungen an die Ernährung, die man mindestens haben sollte, ohne je Mangelsymptome zu bekommen, hat man mal zusammengestellt, hochwissenschaftlich und so weiter. Das ist eine ganz lange Tabelle, die brauchen wir uns jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit anzugucken. Was man aber wissen sollte, ist, dass das Ganze gedacht ist, der Basiswert für einen durchschnittlichen Mann von 19 bis 25 Jahren. Ja, der ist nicht ganz dick, er ist aber auch nicht ganz super dünn. Und der braucht 2500 Kilokalorien Grundumsatz. Wenn der ganz viel arbeiten geht, also im Wald Holz machen und so weiter, dann braucht er mehr. Wenn er andere Hobbys hat oder zum Beispiel die ganze Zeit, wenn er Gamer ist oder Gaming-Streamer, nehmen wir mal an, er wäre ein Gaming-Streamer, dann braucht er wahrscheinlich wirklich nur den Grundumsatz plus ein ganz kleines bisschen, um ihn wieder aufs Klo zu gehen. Ja, von diesem Grundumsatz, diesem Energiebedarf, sollten im Normalfall 30% der Energie als Fett zu sich genommen werden, mehr als 50% der Energie als Kohlenhydrate zu sich genommen werden. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 80. Dann sollte man 59 Gramm Protein essen und das wird uns noch weit beschäftigen beim nächsten Teil, weil Protein in eine Trekkingverpflegung reinzubekommen, das ist relativ anspruchsvoll. Das ist nicht so einfach, Dinge mitzunehmen, die Proteine haben. Kommen ein paar Sachen in Frage, aber das beschäftigt einen schon ein bisschen, weil ein Schnitzel, das hat Protein, ja, aber ein Schnitzel kannst du an Trekkingverpflegung halt eben nicht mitnehmen. Zum Beispiel Linsen, Hülsenfrüchte, so ein Zeug. Also was die Veganer so mampfen, um auf Protein zu kommen, das ist auch tatsächlich als Trekkingverpflegung durchaus eine Nummer, die man sich genauer angucken müsste. Ja, und das sind so die Basissachen. Dazu kommen natürlich noch jede Menge Vitamine, Mineralstoffe und so weiter und so fort. Das kann man heutzutage dank der chemischen Industrie in Form von sowas mitnehmen und dann muss man sich diesbezüglich auch keine Sorgen machen. Selbst wenn man sowas gar nicht mitnehmen würde, hat auch das hier. Ja, vielleicht nicht viel, aber doch eine gewisse Menge an Mineralien und vielleicht sogar noch ein paar Vitaminen. Wirklich nicht viel, aber so ein bisschen. Man ist also auch bei einer Trekkingfutterernährung aus Tüten nicht auf null Vitamine und null Mineralien, aber wahrscheinlich wirklich weniger, als man langfristig braucht. Diese Ernährungsempfehlungen, die ich gerade genannt habe, die gelten für immer. Ja? Also nicht ein Durchschnittswert, den man pro Mahlzeit essen soll, sondern ein Durchschnittswert, den man pro Monat irgendwie essen soll. Also wenn du dir die komplette Ernährung über einen Monat anguckst und dann durchschnittlich pro Tag 59 Gramm Protein gegessen hast, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, also man darf sich da nicht zu sehr drauf versteifen. Das macht auch keinen Spaß und schmeckt im Übrigen auch nicht, also zumindest meiner Meinung nach. Aber das darf jeder gerne selber sehen. Wir sind ja inzwischen in einer Gesellschaft angekommen, wo Ernährung fast schon zur Religion ernannt worden ist. Und wie du dich ernährst, sagt ganz viel über deinen Charakter oder auch nicht aus und was weiß ich was alles. Ich möchte hier also bitten, darum bitten,
Ernährungsextremismus, wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr seid Ovolacto-Vegetarier, was weiß ich, oder Rohkost-Veganer oder reiner Carnivore und esst nur Fleisch oder was auch immer, oder meinetwegen macht ihr gerade eine ketogene Diät oder was weiß ich. Das könnt ihr alles sehr gerne machen. Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, es die Welt wissen zu lassen, dass ihr das macht, dann schreibt es halt in die Kommentare, aber erwartet nicht, dass wir euch deswegen feiern. Ja? Das ist eine hochprivate Angelegenheit, was man individuell futtert, und das darf privat bleiben, und ich muss nicht von jedem von euch wissen, was ihr am liebsten esst. Ja? Und die anderen müssen das wahrscheinlich auch nicht wissen. Und niemand sollte aufgrund der Wahl dessen, was er isst, allzu sehr diskriminiert werden. So ein paar kleine Witzchen, dass ich zum Beispiel zu viel Cola trinke, ne, das ist eine Tatsache. Aber das ist auch in Ordnung, wenn man da so ein paar kleine Witzchen macht. Aber ich möchte hier einfach keinen Ernährungsextremismus haben, dass die einzig wahre Ernährung meinetwegen die ketogene Schnitzeldiät sei. Ja, das ist nämlich nicht der Fall. Wir wissen noch nicht mal genau, was die einzig wahre Ernährung ist. Die Ernährungswissenschaften sind zwar weit fortgeschritten inzwischen, aber die eine Ernährung, die für alle und jeden jederzeit richtig ist, gibt es sowieso nicht. Das ist eine hochindividuelle Angelegenheit, und es gibt starke Schwankungen je nach individuellem Stoffwechsel und individuellem Körper, was der jeweils braucht. Und dieser Durchschnittswert, also die paar Durchschnittswerte, die ich da gerade genannt habe, das ist wirklich nur das Minimum, das ungefähr 95 bis 98% der Bevölkerung am Leben bleiben lässt, wenn sie das durchschnittlich konsumieren. Ja, es mag Leute geben, für die ist das schon zu viel. Es mag Leute geben, für die ist das sogar zu wenig. Das sind 2%. Und irgendwo da muss man für sich selber rausfinden, was man braucht. Wenn ihr zum Beispiel von euch wisst, dass ihr einen riesen Eiweißbedarf habt, dann werden euch 59 Gramm Protein pro Tag eben nicht unbedingt ausreichen. Dann braucht ihr halt wirklich mehr. Vielleicht seid ihr auch jemand, der wenig Eiweiß braucht und schafft die 59 Gramm pro Tag gar nicht und habt aber auch kein Bedürfnis danach, und es geht euch trotzdem gut. Alles bestens. Es sind Durchschnittswerte, und Ernährung ist normal eine hochindividuelle und private Angelegenheit. So, und in Teil 2 widmen wir uns dann diversen Zutaten, wie man sich eine mögliche Tracking-Verpflegung zusammenstellt. Und in Teil 3 rühre ich dann noch ein paar Pülverchen an. Bis später. Tschüss.